Hey, ich habe euch vermisst. Endlich bin ich wieder zurück und ich wollte euch so ein bisschen erzählen, was heute so abgeht. Heute ist Ostern. Frohe Ostern an all diejenigen, die Ostern feiern. Ich feiere Ostern, weil ich an die Auferstehung des Herrn Jesu Christi glaube. Andere feiern Ostern, weil sie an den Osterhasen glauben. Keine Ahnung. Wenn du kein Ostern feierst, heiße ich dich herzlich willkommen in meine Welt, denn ich liebe es, wenn wir alle zusammen zelebrieren können, Gott zelebrieren können und dass es Gott gibt und dass wir alle wohlauf sind. Und das ist die Hauptsache. Darauf kommt es an. Ich habe auch schon auf Instagram, I am Jenny from the Blog, müsst ihr mal raufgehen, ein Video gepostet von meinem Kirchenservice heute. Bei uns in Ghana ist es so, dass wir Party haben. Wir feiern, wir zelebrieren das Leben, wir zelebrieren Gott, wir zelebrieren, dass wir gesund sind, wir zelebrieren einfach. So, und ihr könnt euch gerne einen Eindruck verschaffen von dem, was bei uns abgeht. Bei uns ist einfach Party. Deswegen bin ich heute auch bewusst in eine afrikanische Kirche gegangen, weil ich wollte Party. Ich wollte Dankbarkeit ausstrahlen, ich wollte feiern und ich wollte einfach Gott zelebrieren. Und das könnt ihr euch, wie gesagt, gerne auf Instagram angucken. Ich habe da was gepostet, Snapchat auch. Snapchat heiße ich Smart Hair Art, Instagram I'm Jenny from the Blog. Und bevor ich euch jetzt hier lange zusabbel, fange ich jetzt mit hart, aber herzlich an. Ihr habt mir fleißig Nachrichten geschickt. Das ist mein Format auf Snapchat, wo ich über Beziehungen rede. Das möchte ich jetzt hier mit euch einfach mal starten und euch mal zeigen, was hart, aber herzlich bedeutet. Folgt mir auf Snapchat, damit ihr mir jeden Tag Fragen stellen könnt in Bezug auf Beziehungen, auf Zwischenmenschlichkeiten und all das andere, was im Leben so passiert. Und bevor ich jetzt anfange, und das ist ein richtig langes Intro, oh meine Güte, morgen eine Fitnessroutine drehen, obwohl ich ein bisschen mich erkältet fühle, aber ich werde trotzdem eine Fitnessroutine drehen, weil ich habe innerhalb von 3 Wochen meinen Körper wieder richtig tight bekommen. Könnt ihr auch bei Instagram sehen. Also das sind die Dinge, die jetzt in letzter Zeit passiert sind. An dieser Stelle sage ich ganz schnell, auf geht's. Okay, dann starten wir einfach mal durch. Ich mache jetzt mal hier mein Snapchat an. Also ich glaube, ich komme ein bisschen näher ran. Wir YouTuber, wenn ihr wisst, ihr denkt, wir haben unsere Profikulisse und gut ist. Nein, nein. Das bedarf echt viel Konzentration, sich aufzubauen. Und jedem YouTuber muss es passieren. Man lässt immer was fallen. Kennt ihr das? Man lässt einfach immer was fallen. Ich verstehe auch nicht, wie. Oh nein, guck mal, so wie jetzt. Ich habe das doch gerade gesagt und jetzt lasse ich wirklich was fallen. Egal, so jetzt Snapchat aufmachen und das Ding voll durchziehen hier. Hart aber herzlich ist mein Format. Ich spreche hart aber herzlich über alle möglichen Probleme. Das hat jetzt nicht direkt was mit hart aber herzlich zu tun und wegen dem Video wollte ich das nicht so direkt sagen. Aber was hältst du grundsätzlich von häuslicher Gewalt? Oh, krass. Okay, du hast dich gerade selber gesehen. Ich nenne jetzt einfach keine Namen. Von häuslicher Gewalt. Davon halte ich natürlich gar nichts, aber es ist ernster zu nehmen, als man denkt. Weil man denkt ja immer so, dein Zuhause ist dein Zufluchtsort. Dein Zuhause ist der Ort, wo du hingehst, um sozusagen von den Einflüssen des Alltags zu fliehen. Dein Zuhause ist so dein heiliges Reich. Und wenn da jemand ist, der dieses heilige Reich nicht würdigt und dich sozusagen quält in deiner Schutzhülle, dann kann das nicht gesund sein. Und da musst du wirklich was dagegen tun. Und es kommt jetzt auch drauf an, wie weit diese häusliche Gewalt geht, kann man das noch therapieren? Kann man versuchen irgendwie, sind es deine Geschwister, die dich schlagen? Ist es dein Partner, der dich schlägt? Meistens ist es ja der Partner. Und ist es überhaupt noch möglich, da irgendwie einen Ausweg rauszufinden? Oder ist es einfach krankhaft und saugefährlich, mit diesen Menschen weiterzuleben? Diese Dinge muss man rauskriegen. Aber ich gebe dir einen Tipp. Wenn diese häusliche Gewalt passiert, gibt es 2 Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, höflich zu bleiben, leider Gottes, höflich zu bleiben, damit es nicht eskaliert. Und zweitens, auch bedacht zu sein. Laute Aussprache, klar und bedacht, aber trotzdem höflich. Und aber du brauchst Hilfe, wenn das bei dir der Fall ist. Ich weiß nicht, wieso du mich das fragst, aber da musst du dir auf jeden Fall externe Hilfe holen. Und da gibt es Einrichtungen. Fang mal an zu googeln. Guck mal, wen du da befragen kannst. Und ich glaube und bin mir sicher, dir kann geholfen werden. Und du musst wirklich Kompromisse schließen mit dir selbst. Willst du dieses Leben leben oder willst du es nicht leben? Oh, schön. Du bist die Beste und bleib so, wie du bist. Oh, danke, mein Schatz, aber du sollst mir doch eine Frage stellen. Hört doch mal auf damit.
Dankeschön, aber du sollst mir eine Frage stellen. Süß. Okay, erstmal frohe Ostern wünsche ich dir. Und ich wollte fragen, wo man dich auf der Glow sehen kann. Ich hoffe, wir sehen uns. Ach ja, auf der Glow. Überall. Ich werde überall rumlaufen. Ich werde, glaub mir, ich habe ja Meet and Greets und so, aber ich werde überall rumlaufen. Also bucht euer Meet and Greet, dann ist es halt ein längeres Chillen und ein einzelnes Chillen, aber ich werde da eh rumlaufen, so oder so. Und bitte tut mir einen Gefallen, wenn ihr mich auf der Glow seht, ruft mich, kommt zu mir, lauft zu mir, weil das Schlimmste ist, nichts zu sagen. Das Schlimmste ist, euch nicht bemerkbar zu machen, weil ich möchte euch alle sehen und freue mich, wenn ihr zur Glow kommt, weil ich komme euretwegen. Ich war jetzt so oft auf der Glow und ich finde die Glow toll, aber für mich ist der einzige Grund, zur Glow zu kommen, ihr. Also, es ist für mich eine Möglichkeit, euch kennenzulernen, mich mit euch zu identifizieren, mich mit euch zu unterhalten. Und das ist mir wichtig. Darum bitte sprecht mich an. Ich habe zwar jetzt nicht wirklich ein Anliegen an dich, aber was ich dir sagen wollte, bleib wie du bist. Ich wünsche dir wunderschöne Ostern und love you. Oh Gott, süß. Danke, Kimbo. Ihr sollt mir aber Fragen stellen, wünsche ich dir auch, mein Schatz. Mann, was macht ihr mit mir? Ihr seid so süß. Und vor allen Dingen so hübsch, ne? Ich habe voll die hübsche Community. Was ist da los? Wieso seid ihr so? Wieso seid ihr so unglaublich hübsch? Warum? Warum ist das so? Hallo, Lade. Hallo. Du erinnerst mich jedes Mal an Nicki Minaj. Ich schwöre auf meine Mutter. Dein Lachen ist halt auch so vorbei. Meine Frage ist es eigentlich nur, wie viel du bis jetzt in deinem Leben abgenommen hast. Du bist ja süß, Muhi. Guck mal, Muhi, erstmal zu Nicki Minaj, ne? Grundsätzlich ist es so, ich werde immer mit irgendjemandem, entweder werde ich mit Beyoncé verglichen, mit Alicia Keys, mit Nicki Minaj, wen noch? Mariah Carey, oh, wen hatte ich noch? Tamia, Lauren London. Ich werde immer mit irgendjemandem verglichen. Ich wurde sogar schon mal mit Nicole Scherzinger verglichen, wobei ich null aussehe wie sie. Man hat sogar mal gesagt, ich sehe aus wie Kylie Jenner. Leute, ich sage euch eins. Immer wenn ich eine andere Frisur habe, je nach Frisur bedingt, sehe ich anders aus. Ihr wisst ja, ich bin eine Haarperson, ich mache Haare, ich verkaufe Haare, aber ich möchte euch jetzt nichts von meinem Haarverkauf erzählen. Das könnt ihr gerne auschecken, indem ihr bei mir in die Infobox guckt. Es ist immer so, dass egal welche Frisur ich habe, man einfach mich assoziiert mit irgendjemandem da draußen. Und also ganz ehrlich, manchmal nervt es mich, vor allen Dingen jetzt beim Echo auf dem roten Teppich, Nicki Minaj, und ich war so, nein, 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 nein. Und das Ding ist, da steht ein Fotograf, der schreit Nicki, ich so, nein, 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 ich heiße Jenny, ich bin Jenny. Okay, alles klar, alles klar. Und er hat zum Glück, also ich war nicht zickig, ich war nett, ich war höflich, aber ich weiß, ich muss mich daran gewöhnen, dass Leute mich immer mit irgendjemandem vergleichen werden. Nur möchte ich, dass man mich für mich wahrnimmt. Versteht ihr, was ich meine? Und nur weil ich so aussehe, wie ich aussehe und hellere Haare habe, heißt es nicht, dass ich jemand anderes bin, sondern ich bin Jenny. Es ist nicht schlimm, ich nehme euch das nicht übel, aber bitte, bitte fangt an zu verstehen, dass ich Jenny bin. Okay, weil wenn die Haare ein bisschen dunkelblonder sind, dann bin ich Beyoncé, wenn immer was anderes. Und es ist auch nicht schlimm, wie gesagt, aber bitte, ich bin Jenny, Mann. Mann, Kimo, Kimbo. Nein, Mui, Entschuldigung. Jenny. Nicht Niki. Oder Dings, jetzt waren wir in Köln und dann haben die immer gesagt, ich sehe aus wie Lil' Kim. Und Lil' Kim sieht nicht mehr so aus, wie sie mal aussah. Anyways, zu deiner Frage, wie viel ich insgesamt abgenommen habe. Ich wog mal richtig, richtig übertrieben viel. Das war aber auch in einer Phase, wo es in meinem Leben sehr schwer war, wo ich jemanden, der mir am Herzen lag, am allermeisten am Herzen lag, verloren habe. Und ja, dann habe ich halt mal so knappe 30 Kilo mehr gewogen. Das war eine richtig krasse Zeit. Ich möchte das nie wieder erleben, dass ich so viel wiege. Aber ich glaube, dieser Verlust in meinem Leben war auch die Schuld dafür, dass ich einfach gesagt habe, ist mir egal. Und manchmal durch Frust passieren solche Sachen. Und ich weiß auch nicht, ich musste irgendwann, ja, ich musste halt Dinge verarbeiten. Und ich glaube, deswegen habe ich so übertrieben viel gewonnen. Oh, ich finde dich einen wundervollen Menschen. Bleib wie du bist. Ich wünsche dir deine Community und deiner Familie frohe Ostern. Okay. So, jetzt fragen bitte. Dankeschön, mein Schatz. Ich dir natürlich auch. Aber fragen. Oh Gott, ich dachte, es ist Nilo. Meine beste Freundin hat seit Ich kurzem dachte, es ist einen Nilo. Freund. Und ja, wir sind halt sehr jung. Irgendwie sieht die Also aus wie Nilo. gesehen, mein Name
ich finde, dass man braucht eigentlich in diesem Alter noch keinen Freund. Die Augen. Das ist aber natürlich Ansichtssache und deswegen sollen sie machen, was sie will. Aber der Freund hat sie komplett verändert, meiner Meinung nach. Mhm. Okay, mein Schatz, okay, siehste. Also es ist grundsätzlich schwierig, also um deine Frage nochmal zu wiederholen, weil es ein bisschen leise war. Deine Freundin, die dir sehr nah am Herzen liegt, hat sich verändert, nachdem sie in eine Beziehung gegangen ist mit jemandem und sie ist so ein bisschen wie er geworden, richtig? Dann habe ich das richtig verstanden. Guck mal, das Ding ist, man kann halt nur darauf hinweisen, einmal oder vielleicht auch zweimal, dass eine Veränderung stattgefunden hat. Je mehr man mehr macht und der Mensch sich unter Druck gesetzt fühlt, desto weniger wird der Mensch einsehen, dass er sich verändern muss, sondern er wird es als Angriff ansehen, er wird es als Rebellion, also er wird rebellieren und sagen, nein, wer denkt ihr, wer ihr seid ja nur neidisch und, und. Deswegen, ich würde ganz ehrlich auf eure Freundin vertrauen und auch auf ihre, sag ich mal, gottgegebenen Instinkt, dass sie es schafft, es vielleicht hoffentlich selber irgendwann und eines Tages rauszufinden, dass das, was sie tut, vielleicht nicht das Richtige ist. Aber ganz ehrlich, sie muss es für sich selber entscheiden, ob sie sich für den Freund oder mit dem Freund verändert. Und schlussendlich kann ich absolut nachvollziehen, dass ihr sie vermisst. Und ich finde es auch schön, wenn ihr sagt, dass ihr sie vermisst und sie gerne wiedersehen wolltet. Aber ich würde sie nicht unter Druck setzen. Denn Druck sorgt nur dafür, dass man den Menschen unter Druck setzt. Und das wollt ihr nicht. Ihr wollt ja, dass es ihr gut geht und dass sie von alleine darauf kommt. Und ich würde vielleicht sagen, du mein Schatz, ich liebe dich, wir lieben dich so, wie du bist. Wir würden uns freuen, wenn du mal wieder mit uns bist. Und melde dich, sobald du kannst. Wir sind immer für dich da. Ich glaube, diese Einstellung sorgt immer dafür, dass eine Freundin im Herzen behält, dass man für sie da ist. Und das ist am effektivsten, meiner Meinung nach. Ah, du bist Charizzles. Ey, du siehst aus wie Nilo. Das ist richtig krass. Du siehst einfach so die Augenpartie, die Augenbrauen. Ich dachte echt, du bist Nilo gerade. So, wenn Nilo rumläuft und ungeschminkt ist, so witzigerweise. Als wenn ihr irgendwie verwandt seid. Krass. Also in erster Linie wünsche ich dir schöne Ostern. Und eine kleine Frage nebenbei. Und was machst du eigentlich deine Augenbrauen? Oha. Oh, das ist eine richtig gute Frage, B-App. Eigentlich immer mit dem NYX-Stift, diesen NYX-Augenbrauenstift in aschiger Farbe, aber der geht immer so nach 10 Tagen alle und ich bin da echt so ein Geldsammel geworden, weil ich kaufe mir gefühlt 5 Stifte im Monat, also übertrieben gesagt 4 Stifte und die kriege ich immer alle und deswegen habe ich jetzt wieder von Ellen Beatrix den Augenbrauenstift in Farbe Braun oder sowas. Und das habe ich heute zum Beispiel aufgetragen. Der ist eigentlich genauso von der Farbe, aber ich finde, der NYX-Stift malt einfach so schön die Härchen nach und hat einfach so eine, also macht eigentlich die Augenbrauen, finde ich, am schönsten. Also für die guten Tage würde ich den NYX-Stift nehmen und für die schnellen Tage würde ich vielleicht von Ellen Beatrix oder wie das heißt, ist es Astor? Keine Ahnung, muss ich euch mal zeigen. Also ich suche mal raus, wie das heißt und schreibe das hier drunter. Da würde ich den benutzen. Und ja, so mache ich das. Hallo, Schönheit. Ich habe zwar keine Frage, aber ich wollte dir frohe Ostern wünschen und du bist mega schön. Oh, danke, du auch, mein Schatz. Hallo Jenny, ich habe zwar keine Frage, aber ich wollte mich einfach mal bei dir bedanken, dass du noch 5 Jahre mit uns hilfst. Und ich habe dich ganz, ganz doll lieb. Ich hab dich auch ganz, ganz. Alles klar, ich habe deine Frage nicht verstanden, aber ich habe deine Antwort jetzt hierzu, weil ich habe dich auch ganz doll lieb. Geil, ihr seid die Geilsten. Ihr schafft es auch, euch wirklich aus der Affäre zu ziehen. Wo sind die ganzen Beziehungsfragen? Hallo? Meine Herren. Hey Jenny, frohe Ostern erstmal und ich wollte fragen, was tust du, wenn du gelangweilt bist? Pff.
Puh, da fragst du mich aber was. Wenn ich gelangweilt bin, versuche ich mich zu sortieren. Klappt nicht immer unbedingt, weil ich bleib meistens auf YouTube hängen und gucke mir dann irgendwelche Sachen an. Und die lenken mich dann wieder von meinem Sortieren und Aufräumen ab, weil ich habe mir irgendwann eines Tages gesagt, sobald mir langweilig ist, muss ich aufräumen. Weil ich habe immer was aufzuräumen und immer was zu sortieren, weil ich bin auf kleinstem Raum mit so vielen Dingen und ich habe mir das fest vorgenommen. Aber ganz ehrlich, ich bleib meistens bei YouTube hängen, chill, schlaf dann ein, mach dann nochmal so einen Mittagsschlaf, richtig faul und wach dann auf und merke, oh nein, die Arbeit ist liegen geblieben. In der Langeweile allerdings. Hallo Jenny. Nuri! Ich wollte dich fragen, also was hältst du davon? Also lieber abends gar nichts essen oder nur einen Salat oder so? Süß. Ich, Nuri. Und, das mit diesem Shake, also das mit diesem Knoblauch, Pfeffer, Ingwer-Dings. Erstmal, Nuri ist richtig der Hammer. Ich liebe Nuri. Nuri ist der Hammer. Auf der Glow sehen wir uns auch, also bitte da sein. Du meinst wahrscheinlich die Knoblauchdiät. Funktioniert. Hat bei mir funktioniert. Ich sag euch ehrlich, ohne Sport hat mir das Resultat nicht ausgereicht, weil mit Sport, Leute, mit Bewegung, mit Sport und dann noch Knobi, kriegt ihr wirklich einen flachen Bauch. Ich weiß auch nicht, warum ich diesen flachen Bauch bekommen habe, weil ich irgendwie seit Jahren unter einem dickeren Bauch leide, aber ich habe ihn bekommen. Und es ist nun mal, es hat nun mal geklappt, aber Knoblauch ist halt nicht jedermanns Sache. Es kostet manchmal ein bisschen Überwindung, funktioniert aber. Ich habe kein Problem. Ich wollte dir einfach nur sagen, dass ich dich richtig cool finde. Danke, mein Schatz. Dass ich es richtig geil finde, dass du solche Formate machst. Danke. Das war es auch schon. Danke, bitte, danke. Du bist ja geil. They call meines, heißt sie. Sie ist ja geil. Ja, ey, bitte. Mach ich gerne. Ich mach gerne so eine Formate. Du bist ja der Hammer. Geil. Oh, frohe Ostern. Ey, das hört gar nicht mehr auf. Ey, Leute, stell mir mal ein paar Fragen. Was hast du gegessen? Kebab? Ja, Mann, ich habe Persisch schon gegessen. Togo, what's up? Gottes Segen. Ey, in meiner Kirche ging es heute richtig ab. Guck auf Instagram. Okay, Leute, mein Format heißt Hart, aber herzlich auf Snapchat. Schaltet ein. Ich wollte nur ganz kurz durchfunken. Es freut mich, mit euch kurz gequatscht zu haben für ein kleines, kurzes Update. Ich freue mich, euch gleich zu sehen. Ich glaube, ich mache jetzt nochmal Hart, aber herzlich, weil... Ich glaube, ihr seid eher so auf dem Anonym-Trichter, weil Hart, aber herzlich mache ich grundsätzlich anonym. Und insofern schaltet ein. Meinen Namen habt ihr jetzt mittlerweile. Snapchat, Smart Hair Art und Instagram, ein Jenny from the Blog. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich liebe euch von Herzen und möchte, dass ihr mir folgt, damit wir weiterhin auf der Ebene auch kommunizieren können. Es ist schön, euch in meinem Leben zu haben. Und ich wünsche euch, wie gesagt, einen wunderschönen Tag, wir nennen es im Englischen Resurrection Day, Auferstehungstag oder Ostern, wie auch immer. Und genießt den Tag in vollen Zügen, ihr seid schön, wie ihr seid und die nächsten Tage werden wir fitter werden, okay? Ihr müsst alle mitmachen, denn ich möchte, dass ihr alle eine Bombenfigur bekommt. An dieser Stelle wünsche ich einen wunderschönen Sonntag, bis dann, ich liebe euch. I've got a fire, yeah. I've got a fire.